Willkommen zurück zu einer weiteren in der Zeit stillgestandenen Folge Pacific Drive. Freut mich, dass du da draußen wieder mit am Start bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte anomaliereiche Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter, Friendos. Wir werden kommentieren, um hier ein wenig supportende Liebe dazulassen. Kommentieren ist eh super wichtig, denn sonst machen es richtig nur die Bots. Was ist das hier? Sumpfeier. Ach, die waren doch wichtig für irgendwas, ne? Irgendwann brauchte ich die mal für irgendwas. Okay, ich krieg richtig viele Sumpfeier. Strahlen die oder so? Nee, ne? Geil, Alter. Direkt ein fetter Vorrat an widerlichen, abartigen, stinkenden Sumpfeiern. Ich bin ja so happy. Alles schön mitnehmen. Ist mein Inventar so voll? Nö. Eigentlich nicht. Was ist das hier? Das ist noch mehr Sumpfeier. Ich weiß nur, dass wir die für irgendwas brauchen. Irgendwas hatten wir mal, wo ich gedacht habe, Sumpfeier? Was sind das denn für Dinger? Hat das denn kein Benzin? Nee. Ah, die Taschenlampe ist so gut wie durch. Ich mache mir direkt eine neue. Hier. Wie sieht's eigentlich hier so aus? Was könnte ich denn loswerden? Stoff. Haben wir Stoff? Ein Blei habe ich. Plastikmüll kriegst du auch an jeder Ecke hinterhergeworfen. Ich glaube, ich trenne mich vom Plastikmüll. Dann haue ich hier mal noch die Gasflasche rein. Ah, wir sind leider sehr voll. Sehr, sehr voll, weil wir eine sehr, sehr lange Tour machen und ich noch keine... Warum ist hier dauernd der Scheibenwischer an? Weil ich hier noch keine Erweiterung habe. Aber ich nehme diese Sumpfeier definitiv mit, weil ich weiß, die waren für irgendwas... irgendwas wichtig. Gigantische Kugel. Ich habe Angst. Kann man die zersägen? Kann man sie saugen? Oh, man kann die Eier saugen. Das ist natürlich geil. Eier wichtig. Blei wichtig. Okay, jetzt gibt der Staubsauger deutlich mehr Sinn. Warum man so einen unbedingt braucht, ne? Boah, jetzt habe ich aber auch gut Sumpfeier in der Tasche, du. Blei war auch noch wichtig für Strahlenschutz. Alles mitnehmen. Außer das hier. Boah, die kann man aber auch gut stapeln, die Eier hier. Ich habe nur 3 Blei daraus gewonnen. Sag mal, wie selten ist denn Blei, bitteschön? Was sagt eigentlich mein Sprit? Auch nicht mehr so geil, ne? Mein Sprit geht so. Was ist das hier für eine riesige Mauer im Weg? Ah, wir sind jetzt im inneren Circle. Was ist das? Rollst du weg? Natürlich rollst du weg, aber ich will gucken, was das hier ist. Nichts. Wow, 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 wow. Oh, das wird hier sumpfig und da kann ich garantiert nicht mit meinem Fahrzeug rein. Aber hier ist wieder die Straße. Alter, eine Rampe, ein Schlepper. Was? Was ist das? Vorsicht. Irgendwas spuckt da hinten. Hast du Sprit? Yes. Ich brauche Sprit. Lieber auf Nummer sicher gehen. Der Tank hier ist schon wieder halb leer, ne? Gib mir, gib mir, gib mir. Können wir hier reinfüttern?
Nochmal hier absaugen. Fertig. Okay, wir werden hier schon angespuckt. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Oh, verflucht! Wir drehen die Anomalien durch. Warum ist jetzt mein Scheinwerfer ausgegangen? Oh oh, wow. Mach hier ja nichts kaputt. Was gibt's hier eigentlich für Energie? Ist es instabile oder reguläre, langweilige Billo-Energie? Ob ich mal gucken gehen soll, da oben? Und was ist das hier drüben? Okay. Angriff der Lizenzmusik oder was? Was ist das? Was? Trotteliger Zerhacker? Geht das Ding an meine Au Hey, wait a moment. Oh mein. Geht's der Karre gut? Boah, der zottelicke Zerhacker. Der zottelicke Hackstückelhacker. Okay, hier ist auf jeden Fall ein neuer Kram am Schlüssel, ne? Der Sumpf. So eine Sumpfgegend. Erreiche den Turm auf dem Berg. Schade, dass man hier keine Menschen sieht. Also, man hat die Stimmen, ne? Aber man sieht nie jemanden. Was irgendwie super schade ist. Ich würde die gerne mal sehen. Am Ende sind die alle voll deformiert und kaputt. Oh, oh, oh. Was ist das für eine Energie? Oh, kostbare Energie. Oh, da hinten steht ein perfekt erhaltenes Auto. Gelb. Gepanzerte Tür? What? Yummy. Uff. Ist da noch eine gepanzerte Tür dran? Yo. Welche krassen Panzertüren hier. Sommerreifen, aber sonst nur. Okay, die Gegend ist krass. Also man merkt, es gibt echt einen Lootsprung hier. Da habe ich auch ein bisschen Schiss, wenn ich hier alles aus der Angel reiße. Beschädigter Anker. Okay. Let's go. Oh mein Gott, die Strahlen explodieren. Doch echt nicht gesund. Aber da würde ich alles mitnehmen. Auch wenn es richtig dangerous ist.
aber auch nichts zum Heilen, ne? Normalerweise finde ich immer so viel Dosen fressen. Aber jetzt... nothing. Bitteschön, gern geschehen. Ja, was habe ich noch zu heilen? Eine Heilpackung. Das war's dann auch. Scheinwerfer auf jeden Fall. So. Ja, machen wir das hier noch. Auto geht's eigentlich schon gut. Gut. Es wird sogar hell. I like this. Okay, hier ist so ein wandelnder Häcksler. Alter, das Auto hat einen Gepäckträger. Ich will es mir angucken. Ich nehme die Zeit. Gepanzerte Türen. Geil, Mann. Da ist der Kram, den wir benötigen. Damit wir auch irgendwann gepanzert sind. Okay, das Ding ist kommt. Da merke ich gerade, wie wack eigentlich unsere Karre ist, ne? Wir fahren hier immer noch mit Schmutz durch die Gegend, gefühlt. Der Gepäckträger da oben, kann man den zerlegen? Oh, uff, 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 der ist schon so gut wie Schrott. Und bang. Ich mach mir direkt einen neuen. Ist da vorne auch gepanzert? No way, mir fehlt Plastik. Zum ersten Mal fehlt mir Plastik. Hätte ich halt doch nicht wegwerfen dürfen. Naja, ist nicht so schlimm. Wir wollen jetzt erstmal auch durchkommen, ne? Das wird eh nochmal ein Kraftakt. Hinten ist auch noch was beschädigt. Hier kommen ein paar Hütten, die schauen wir uns an. Was ist das da vorne? Eine Reparaturstation? What the heck? Wow. Warum geht jetzt schon wieder der Scheibenwischer an? Ich glaube, der hat auch eine Macke. Wir müssen aber schnell straight hier durch. Let's take a look, my friend. Ich habe auch keinen Hammer mehr. Aber die Sachen sind immer sehr wichtig. Nehme ich jetzt nochmal Plastik mit. Man möge mir Plastik geben. Oh, nochmal eine Müllperle bekommen. Plastik. Nochmal irgendeine Farbe. Ja, so ein Plastikrahmen kriegst du halt immer ganz gut, ne? So, wir haben den Turm gefunden. Dann müssen wir eigentlich schon den Escape-Punkt quasi aktivieren und dann wirklich volle Lotte durch. Na, guck mal hier, was ist das da? Abdicht-Kit. Brauche ich im Moment nicht. Okay, stabilizer in Section D is online. Coming through loud and clear. Hey Francis, pair the car's broadcast frequency to the stabilizer, would you? Hey, come on, I can't do this without you. Fine. There, your receiver's hooked in now.
And we're patched into all that sweet ARC device data. Nice work. Arpi won't be able to block us out anymore. Well, better get going. Here it comes. Wie, jetzt geht ja die ganze Bude schon vor die Hunde, oder was? Oh no, Alter, oh no. Ja, es geht schon los. Oh mein Gott, ist das Ding schnell? Das ist nicht cool, Alter. Achtung, und das hat uns schon mal ein bisschen Zeit gespart. Jetzt müssen wir hier verflucht viel Stoff geben, bevor hier alles kollabiert und vor die Hunde geht. Danke fürs Blitz aktivieren, ihr Lümmel. Ich hole mir aber auf jeden Fall noch einen Anker. So gierig bin ich dann. Am liebsten zwei. Was sind das hier für Dinger? Ich will's nicht wissen. Alter, was ist das? Kacke! Jetzt draufgehen? Auch keine gute Idee. Was ist das da oben eigentlich für eine lila Anzeige? Also wenn man mich da verfolgt, hab keinen Bock da irgendwie rein zu geraten. Und irgendwas zerstört mich auch. Ich nehme gerade richtig Damage. Kacke, Mann! Keine Zeit! Oi, 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 oi. Und weiter geht's. Oh Gott! Oh nein, der Sumpf! Verflucht! Ich schaff's! Komm schon, Baby! Oh, leck mich! Hui! Uiu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 i. Wow! Arpi was hiding a magic teleporter? We could have been beaming all over the zone this whole time? Don't worry, I'll restore her connection once you do us a little favor. We suspect Arpi's hiding a copy of Artis' database in that auto shop of hers. Find it, and we can get back to this remnant business. Alter Mann, war das ein Trip. Junge, 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 war das ein Trip. I've identified the electrical circuit for the garage's security system. And there's an auto security lock in that circuit. So once I do this... Bingo! That security lock's powered on now. Try that overload code from the observation towers. 4735. Boah, es hat alles zerlegt hier, ne? So.
Was zur Hölle ist das? So, die Tür hier hat eine Macke, oder was? Das ist eh alles Schrott. Ich glaube, es ist billiger sogar, wenn ich die Sachen einfach austausche. Als hier jetzt einen Haufen Chemie dafür zu verdudeln. Farbe kommt hier rein. Müllperle hier hin und hier die nächste. Mal sehen, was drin ist in der alten Müllperle. Boah, geht so, ne? Oh, Chemikalien? Okay, die ist nicht schlecht. Boy, oh die boy, ist nicht schlecht. Look at all these gizmos in here. Opio wasn't operating no normal auto shop. A fabrication station. Oh, her personal vault? I bet there's some good stuff in there. I'm uncomfortable intruding like this. Can you not? Hold the phone. There's a machine that prints bobbleheads. What? Show me. Noch mehr Lager. Bams. Boah, geil. Holztäfelung. Da sind ja funky Sachen drin. Das muss alles hier rein. Da eh alle Lager am Ende connected sind, ist ja egal, wo man was reinmacht, ne? So, dann nochmal hier hin. Aber hier wird langsam alles ganz schön voll. Besorge RDA-Daten. Wo besorge ich die denn? Wie sieht es denn jetzt eigentlich aus mit der Reise? Kann ich gerade gar nicht ran. Oh, danke, den brauche ich sogar. Eine Stahltür. Süß. Adios, Stahltür. Hallo, neue Stahltür. Ich will auf jeden Fall mehr Platzmöglichkeiten haben. Das ist super, super wichtig. Was ist das hier? Die Werkstatt. Für brauche ich das hier, ne? Was ist das? Danke für die Situation bei Auslösung. Okay. Chemikalien. Jetzt habe ich 37. Moment, Materialien. Moment, also Autoteil. Hä, aber wie funktioniert das? Warte mal. Hey, Driver, you seen any trapdoors or secret passageways in that garage? Ah, Hobby's too practical for that. It's probably in a locked room or by a dusty computer. I'll bet my poetry collection it's in there. It's gotta be. Why would she leave something that valuable, let alone classified, in an abandoned garage?
Precisely because it's an abandoned garage. Bei Ausflügen ins Sperrgebiet Autoteile reparieren. Okay, das wird also die nächste große Werkbank. Was bringt mir das hier? Damit kannst du dann zusätzlich einen Ausrüstungsgegenstand seitlich am Auto an... Erstaunter Freude, Fehler. Was fehlt mir hier? Seitliches Gestell. Okay, dann holen wir uns mal das seitliche Gestell. Wo kommt das hin? Irgendwo auf die Seite, aber auf welche? Oh, hier ist sogar alles weg. Geh nochmal hier ran. Seitliches Gestell. Seitlich am Auto anbringen. Ja. Hier? Muss das... Moment mal. Muss da was weg davor? Hab's noch nie gemacht. Ich weiß es nicht. Learning by doing. Ach, hierhin. Okay. Gut, jetzt weiß ich. Siehst du, man lernt dazu. So, und jetzt will ich gerne... das hier erlernen. So. Schließe das Badezimmer auf. Wo ist denn hier ein Badezimmer? So, wo baue ich denn dieses nette kleine Ding? Seitlicher Stauraum. Oh, da geht aber echt gut was rein, du. Geil. So, was kann ich denn noch machen? Noch habe ich ja ein bisschen was. Plasmaverschrotter. Oh, den kann ich mir sogar leisten, dank der Kraft. Die Plasma-Innewohnung fühlt sich dieser Verschrotter beinahe wie ein wildes Raubtier an. Fühle seine Wut, während er in deinen Händen bebt. Lausche seinem Gebrüll, während er Metall in Fetzen reißt. Verschrotte, wie du noch nie verschrottet hast. Hm. Klingt verlockend. Aber ich hole mir erstmal noch das hier. Kann das auch hier hin? Ne. Ich muss hier. Können zwei dahin? Es sieht nämlich so aus, als könnte man da zwei platzieren. Warte mal, gibt es dann auch schon einen besseren Koffer, bevor ich jetzt den hier baue und mich dann ärgere? Kofferraumkiste. Es ist gleich blank. Es gleicht blankem Hohn. 250 Jahre nach ihrem Sieg im Unabhängigkeitskrieg ist der durchschnittliche amerikanische Kofferraum so groß wie nie zuvor. Mittlerweile können darin mit Leichtigkeit 6 britische Mittelklassewagen verstaut werden. XXL Stauraum fürs Dach. Was hilft mir denn hier für Dachgepäckträger frei und die fortschrittliche Werkbank? Mist. Aber ich bin der Meinung, wir brauchen das da. Denn... ihr habt ja gesehen, wie wichtig es ist, mehr tragen zu können. Boom, jetzt haben wir hier so eine Kiste drin. Sexy. Eine sexy Kiste. Boing. 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 Und boing. Hier fehlt mir eine ganze Tür. Uncool, Alter. Verdammt uncool. Jetzt habe ich aber nur noch eins. Was ist das hier? Schneller auftanken. Beim Motor können wir auch nichts machen, oder? Wo war denn der Motor? Hier. Doch, das haben wir... haben wir das nicht gelernt? Aber dann hat uns gefehlt irgendwas, um den zu bauen. Stimmt. Ich erinnere mich. Der Motor.
Stahlblech kriegen wir hin, aber diese Thermokristalle, die sind jetzt super wichtig. Also wir müssen unbedingt einen Run machen für Thermokristalle. So, Scheinwerfer der Marke Ultra. Die kriegen wir nicht. Was ist das hier? Kriegen wir die hier? Ja. Dank Verschmelzung von LIM-Technologie und Biolumen-Materialien leuchtet diesen Lampen heller und weiter als herkömmliche Scheinwerfer. Denkt besser nicht darüber nach, ob sie Lebewesen sind. Ah, brauche ich aber auch die bessere Werkbank. Und was fehlt mir für die Werkbank? Die Werkbank fehlt mir Energy. Gut, das sind so die nächsten großen Ziele, ha? Huh? Basketballkorb finde ich unnötig im Moment. Kann ich auch nicht machen. Reifenmäßig bin ich eigentlich zufrieden. Scanne einen spukenden Seepocken-Anomalie. Habe ich nicht. Das hier können wir machen. Was ist das hier? Was haben wir im Moment? Stoßstange aus Stahl. Platte mit Bleischicht. Stahlplatte haben wir im Moment, ne? Wir sind immer noch bei Stahl. Gepanzerte Platte. Olymp ist das Maximum. Gepanzerte Stoßstange. Kollision und Explosion, Strahlung, Schutz vor elektrisch. Wahrscheinlich dann, je nachdem, was für ein Gebiet man reingeht, relevant, ne? Was ist das hier? Größerer Benzinkanister nehme ich auch mal mit. Why not? Schließe das Badezimmer auf. Wo zum Schlong ist ein Badezimmer? Driver, something you should know about that database. When Arda's funding began to dry up, they handed us our final paycheck with one hand and the same day evacuation orders with the other. Oppie was a higher up, though more entitled than an actual power by that time. She would have known about Arda's plan to close up shop and had enough time to download all the research data before losing access. That data could contain what we need to help you. So, wir brauchen jetzt erstmal eine neue Tür. Und die Platte, ne? Das kostet halt auch Plasma, der Kram. So, hier eine Badass-Tür, mein Freund. Ja, mach ich. Starthilfe und Fackel. So. Eine Starthilfe und drei Fackeln. Ja, Fackeln habe ich definitiv. Fackel. So viel zum Thema, ich habe sie definitiv. Irgendwo sind mir die Fackeln verloren gegangen. Auch keine. Dann müssen ja alle hier sein. Ah, hier oben waren welche. Habe ich nur noch 20? Notiz an mich, Fackeln mitnehmen. So, und Starthilfe. Geht ihr hier rein? Ach, den muss man so mitnehmen. Oder was? Scheint so. Oder? Kannst du hier nicht reinkleben. Nur der Kleine hier. Der kleine Spaßkanister. Bitte sehr. Gut, was brauche ich noch? Eine Stoßstange. Und eins von denen. Irgendwo hat doch hier auch noch eins gefehlt. Hier. So, jetzt noch die Stoßstange. Wo ist sie denn, die Stoßstange? Stoßstange aus Stahl. Bums. Ich soll das Versteck finden. Findet man das im Badezimmer?
Aha. Dann bin ich gut. Arkdog. Was mache ich mit einem Arkdog? Kommt das Ding hin? Das habe ich. So, jetzt muss ich die Festplatte wegschicken. So. Oh, you did it! Hey, you actually did it! Oh, boy, howdy, I cannot wait to dig through all this data. As promised, I'll fix Hoppy's connection. Do you read me? Come in, do you read me? Loud and clear, you old bat. I see. The comms clear up suddenly, and I find you two patched into the garage frequency. It all makes sense now. No idea what you're talking about. So, Hoppy, what's the plan? You must have some grand scheme, don't you? Let me get this straight. You hijacked my mission, tapped into my frequency, and now you want to be all buddy-buddy. Not on your life. You think you're hot stuff. Why don't you take the lead, then? Get the driver through all by your damn selves. Did she just hang up on us? Well, guess it's our time to shine. So, Francis, you got any ideas? Well, we know the driver needs to get to the deep zone, but it's too dangerous to head there directly. We have to zero in on exactly where to go. The signal amplification trick won't work here. The ambient instability is too strong in the mid-zone. Huh, how indeed. There was one other time where the mass hallucination and the remnants intersected. Driver, I've tagged a route for you. Whenever you're ready, give it a spin. Okay, was mache ich damit? Der Arkdog. Ist es im Moment noch egal, oder? I have no idea. Was ist hier eigentlich? Stimmt, da hat mir noch die Tür drin. Also die repariert sich dann, wenn ich on the road bin, oder was? Ich mach mal noch ein Reparaturkit, auch wenn die Dinger unverschämt teuer sind. Was kostet hier ein Elektrikerkit? Ich habe ja meinen Chemiemangel wieder ein bisschen verbessert. Wie geht's meinen Reifen? Ja, die Macken muss ich noch analysieren. Das ist ja auch so eine Mechanik, mit der habe ich mich noch gar nicht auseinandergesetzt. Aber ich sehe auch gerade, die Folge ist auch schon wieder durch. Wir haben es also mal wieder gepackt. Und wie es scheint, sehen wir uns wieder in der nächsten. Und wenn ihr mich jetzt unterstützen wollt, dann wisst ihr ja, wie es geht. Nämlich mit einer Bewertung und gerne auch mit einem Kommentar. So. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und...